per Hobby. Ihr seid angesprochen, Bern hat ja der Proger, das Zentrum für Kulturproduktion, mitten in der Stadt drinnen. 70 Ateliers sind das, zu günstigen Preisen, Übergangsnutzung, glaube bis 2011, sportübergreifend. Wann ist das Kunsthaus ausser seiner Realität? Ich weiß es nicht. Ich würde es begrüßen, wenn das Projekt könnte realisiert werden. Wir kennen das. Es ist auch so, dass das Verwaltungsgebäude ist an dem Helvetiaplatz. Es wird vermutlich im Jahr 2010/11 nicht mehr genutzt werden, weil im Moment werden diverse Amtshäuser umgebaut und dann dienen die als Rochadegebäude, dass man zwischen ihnen dort kann Verwaltungen einquartieren kann. Im Moment, wo es das nicht mehr braucht, ist genau die Frage, was passiert mit dem Haus. Nur ist es so, dass natürlich in einer Stadt wie Zürich Kunst ein wichtiger Faktor ist, selbstverständlich. Das ist anerkannt, auch politisch anerkannt, aber es gibt neben dem natürlich noch ganz viele andere Bedürfnisse. Und es wird dann irgendwann einmal eine Auslegeordnung geben, was soll mit dem Haus passieren. Wir werden sicher das Projekt vom Kunsthaus Ausserseil anmelden. Aber nebendran, ich erzähle Ihnen kein Geheimnis, gibt es Leute, die lieber daraus Lofts machen, andere, die das als Verwaltungsgebäude behalten wollen, dritte, die es verkaufen etc. Das wird dann eine Art politische Diskussion geben, was kann man damit machen. Aber ich bin froh über das Projekt von den Initianten, weil sie haben etwas Gutes formuliert. Wir wollen das mittragen. Ob das kann realisiert werden, wird Politik zeigen. Aber frühestens im Jahr 2010, 2011. Wie soll man sich jetzt organisieren, dass das Kunsthaus Ausserseil kommt? Ich glaube, der Druck in dem Sinn, also im positiven Sinn gemeint, wo der Verein, die Trägerschaft von dem Kunsthaus Ausserseil ausübt, ist sehr gut. Sie können weitergehen. Ich würde aber nicht alles auf eine Karte setzen, nämlich auf das Haus, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus kann für Kunst genutzt werden, ich würde sagen, ich kann die nicht abschätzen, aber die ist auf jeden Fall, sie ist nicht 100%, auf keinen Fall. Es ist vielleicht 50%, vielleicht ist es auch weniger als das. Aber die Idee, ein Zentrum zu machen, mitten im Zentrum, weil ihr wisst ja, wir haben die Rotfabrik etc., das alles, die Sachen sind alles ein bisschen außerhalb von der Stadt Zürich. Wenn man mitten im Zentrum etwas könnte haben, wäre das zweifellos begrüßenswert. Wir haben diverse Schulhäuser, die im Zentrum nicht mehr genutzt werden. Es muss nicht das Amtshaus Helvetiaplatz sein. Die Rede ist von dem Schulhaus Wengi, aber beispielsweise auch Schulhaus Schanzengraben. Das sind Räume, die in nächster Zeit leer werden, weil man es für die Schule nicht mehr braucht, weil die Schulkinder sind alle aussen dran, in der Agglomeration, im Zentrum hat es viel weniger Kinder und von daher wird man neue Nutzungen für die Räume suchen und eins ist die, eine Art, die Idee, die jetzt konkretisiert wird in dem Projektraum Ausserseil. Wäre man in Basel eifersüchtig auf Zürich, wenn es Kunst aus Ausserseil gäbe? Ich denke, Basel funktioniert wahrscheinlich anders. Kunst aus Ausserseil wäre für Zürich sicher wichtig, weil viele Künstler, weil sie so eine Dichte und so eine Vernetzung haben, nach Zürich ziehen. Und wenn die irgendwie auch so eine geballte Kraft im Haus könnten haben, wäre das gut. Ich glaube aber, dass Basel irgendwie schon lange ganz andere Wege eingeschlagen hat, und nämlich eben gerade nicht auf die internationale Kunst setzt, sondern sehr stark irgendwie im Lokalen verankert ist. Und im Grunde genommen ist das eine Art, als ein Gegengewicht anzuschauen. Wobei das Projekt Kunsthaus Ausserseil ist natürlich primär ein lokales Projekt. Natürlich, ich nehme an, weil man auch sagt, man will es im Quartier verankern, man will es für die Zürcher und Zürcherinnen machen, dass man bei diesem Projekt auch noch Gastatelier macht für ausländische Künstler, das ist willkommen. Aber der Fokus liegt natürlich auf den Zürcher Künstlerinnen und Künstlern, denke ich, die da sein sollten. Weil die brauchen Räume. Weil, das kann ich vielleicht noch beifügen, wir haben in der Stadt Zürich relativ viele Aufführungsräume oder Präsentationsräume, Ausstellungshäuser etc. Aber es fehlen
Produktionsräume. Es fehlt eindeutig. Und darum haben wir auch im Leitbild eines von den Schwergewichten, dass wir sagen, wir brauchen zusätzliche Atelier-Produktionsräume. Weil zeigen kann man nur immer das, was auch produziert worden ist. Also von daher wollen wir eigentlich für die Zürcher, für die lokale Produktion, bessere Voraussetzungen schaffen. Zu den Produktionsräumen habe ich dann auch noch ein paar Fragen, aber jetzt... Also nochmal schnell zurück, Kunst aus Aussensil, es bietet sich eigentlich total an, das Amt zu aus. Vom Platz her, es ist ein Versammlungsort, alle kennen den, man fängt dort meistens eine Demo an. Wir haben vis-à-vis Kanzleiareal, wir haben es gesehen, nichts. Eigentlich ist es eben ein Mischmasch, muss ich sagen, eine Verankerung im Lokalen. Aber letztlich ist es natürlich schon, hat es vermutlich dann auch eine nationale Bedeutung. Also vielleicht eine kleine Nummer à la Centre Pompidou. Also ich sehe das also Kunst aus Aussensil als ein Teil mit Produktionsräumen. Aber es ist auch ein Haus, das am Seebacher oder am Schwammendinger gehört. Also die müssen dort können partizipieren. Das Kunst aus Aussensil, das dort einen lebendigen Platz machen, das bietet sich dort an, als wenn man dort für ein Verwaltungsgebäude, das wäre total farbig, ein Innen und ein Aussen, und dort, das kann nur Kunst bieten, das kann nur die Literatur, das kann nur die Musik machen, nur die bringen die Farben rein. Den Rest kann man vergessen, Verwaltungsgebäude, das bringt nichts. Die können an die Peripherie, die können auf Altstädten, an die Autobahn, aber in der Stadt selber, das müssen wir den Menschen sein lassen. Das gehört den Menschen. Also, abgesehen vom örtlichen Unterschied. Ihr kennt ja die Rotfabrik. Die Rotfabrik ist natürlich schon so etwas. Also dort haben wir auch eine Kombination von Bildenkunst, von Atelier, von Konzerträumen, von Theater, von Kinderaktivitäten, von Literatur. Was man in der Rotfabrik aber auch sieht, und das ist jetzt, sage ich das bewusst auch, um sie ein bisschen zu kützeln, Künstler und Künstlerinnen sind nicht unbedingt die Leute, die immer alle miteinander arbeiten wollen, sondern viele von denen wollen auch sehr eigenwillig ihren Weg gehen. Ich glaube, das ist auch gut, das braucht es für eine gute Kreativität, muss man manchmal auch seinen eigenen Weg gehen können. Aber der eigene Weg zu gehen, hindert manchmal das Zusammengehen. In der Roten Fabrik wäre ich Gott froh, wenn wir dort mehr zusammenarbeiten würden, wenn die bildenden Künstler mit der IGRF, mit der Schädhalle, mit dem Quartiertreff, mit dem Spielbus noch viel, viel mehr würden zusammenarbeiten. Aber es zeigt sich einfach, dass natürlich da sich langsam Verhaltensnormen einschleifen, wo alle ein bisschen für sich schauen. Wenn man das kann überwinden kann, also wäre das willkommen, ich hoffe das, aber man darf sich nicht allen einfach einer Illusion hingeben, dass man dann da das riesengroße Kulturzentrum macht, wo alle miteinander gehen, sondern es gibt dann sehr schnell mal all die, die praktisch mal ihre eigenen Wege gehen wollen.